der Sohnemann des Hauses, ein Couch-Potato-Sondergleichen, und Hund Louis, der Faulpelz ohnegleichen, werden von der Dame des Hauses überrascht, die ihnen begeistert, was die Bewegung Förderndes hat, mitgebracht. Ohne erst Lust darauf zu haben, nehmen sie die Gaben, trotten sich aus dem Haus ins Freie hinaus. Dort packt der Sohnemann dann einen coolen Wheelchaser aus. Doch der hat seine Tücken. Er bringt jeden Mann und besonders jeden Hund sehr spontan zum Entzücken. Louis jedenfalls ist losgerannt. Geradezu außer Rand und Band bringt er einen bissfesten Frisbee und den Sohnemann gleich mit zum Fliegen. So einem Spaß muss man halt erliegen. Die Dame des Hauses traut ihren Augen kaum, denn schließlich findet sie Sohn und Hund in einem Baum. Drum merke, Wheelchaser und Frisbee zusammen vereint sind vielleicht dann doch für den Anfang etwas zu gut gemeint.